die Technologiepartner IP Dynamics, Enschaus und PIDAS haben bei der Schweizer Versicherung Simpany ein Contact Center System auf Basis des Voxtron Communication Centers von Enschaus und PIDAS TrueAct implementiert. Ob das gut funktioniert hat, das wird uns jetzt der Jörn Skerswit hat mit dem unaussprechlichen Namen von der PIDAS AG und der Nico Münzmay von IP Dynamics mit ihrer Keynote erläutern. Ein paar Slides, aber ich habe mir sagen lassen, jetzt kommt auch richtig viel Live-Demo. Viel Spaß. So ist das. Ja. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, Jörn Skerswit hat. Ich möchte an das anschließen, was mein Vorredner, der Alex Black, gesagt hatte. Das hat mich jetzt wirklich mit Freude erfüllt, weil ich komme aus der Schweiz, ja, und ich bin begeisterter Segler, ja, weil ursprünglich gebürtig bin ich Hamburger, ja, wie man vielleicht am Akzent hört. Insofern das Alinghi-Beispiel fand ich ein hervorragendes Beispiel, denn das ist genau das, was wir auch im Kundenservice jetzt sehen. Wie bringen wir die richtige Technologie für den richtigen Anwendungsfall rein? Wir reden alle über Omnikanal und uns geht es genauso. Wir haben jede Menge Chatbot-Projekte jetzt auch gesehen, zu denen wir gerufen wurden, die man ein Stück weit als fragwürdig irgendwo auch einstufen muss von der Art. Das ist weniger die Technologie. Ja, die Technologie ist da und sie ist gut. Es ist der Anwendungsfall. Wie konzipiere ich das Ganze, damit das dann wirklich Sinn macht? Und das ist die Kanalstrategie. Da haben wir noch auch was ganz Spannendes vielleicht, wenn Sie bei uns dann nachher mal vorbeikommen wollen. Wir haben eine Studie dort erstellt über digitale Kundenservice im digitalen Zeitalter. Da haben wir über 3500 Kunden befragt, wie sie ihre Präferenzen haben, was die Benutzung von bestimmten Kanälen ist. Und ganz interessante Erkenntnisse dort sind, ich sage mal, Telefonie ist, wie der Alex Black das auch sagte, es ist nach wie vor der häufigste Kanal und das sehen Sie alle in Ihrer täglichen Praxis auch. Aber erstaunlicherweise ist E-Mail der beliebteste Kanal. Und das liegt daran, weil Leute über E-Mail müssen sie nicht irgendwo in der Warteschlange hängen. Sie können ihr einfaches Anliegen, und oft sind es ja einfache Anliegen, direkt loswerden. Ja? Der Nachteil ist, und da ist auch völlig richtig, die Wartezeiten sind deutlich länger, das stimmt. Und ich denke, was die große Chance ist, wir können auf den schriftlichen Kanälen natürlich viel besser automatisieren, als wie wir das auf einem mündlichen Kanal können. Insofern ist das tatsächlich, wenn wir es schlau machen, eine Win-Win-Situation fürs Unternehmen und für den Kunden, der ein Bedürfnis hat, wo er Hilfe braucht, weil für gewisse Anliegen ist es vielleicht der schnellste Kanal, wenn ich den Kunden schlau in den Self-Service und solche Sachen lenke. Und das sind dann auch die Anwendungsfälle, die wir sehen. Das heißt, Chatbots sind nicht, um diese tolle Technologie sophisticated jetzt auszuleben, sondern sie können mit ganz einfach gestrickten Anwendungsfällen dazu dienen, Kunden, die über digitale Kanäle reinkommen, und das tue ich meistens, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Smartphone, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich will schnell was Privates noch irgendwie regeln, dann google ich die Firma. Und in dem Moment bin ich digital. Jetzt kann ich auf den Knopf drücken und die Rufnummer wählen, dann bin ich im Callcenter. Oder wenn dieses Unternehmen sich eine schlaue Customer Journey überlegt hat, kommt jetzt vielleicht ein Chatbot und fragt, was mein Anliegen ist. Das wird nicht in der Voice IVR abgefragt. Und auf die Art und Weise werde ich über den Chatbot in den richtigen Kanal triagiert, passend zu meinem Anliegen. So, das sind so Szenarien, wie wir sie sehen, wo diese Technologie sinnvoll eingesetzt werden kann. Jetzt bei der Simpany-Versicherung haben wir zusammen mit IP Dynamics ein Projekt erstellt, wo wir genau das, diese Omnikanal-Strategie mit Voxtron umgesetzt haben. Wir von der PIDAS, wir sind spezialisiert auf die Automatisierung vor allen Dingen der schriftlichen Kanäle. Das ist E-Mail, das ist Brief, das ist also gescannter Brief und dann OCR erkannt oder eben auch Chatbot und Webformulare, solche Geschichten, während die IP Dynamics hervorragende Fähigkeit hat im Umgang mit Voxtron. Und die Plattform ist wirklich fantastisch geeignet, um solch ein Omnikanal-Management herzustellen.
Ja, Simpany-Versicherung kennen Sie im deutschen Raum vielleicht jetzt nicht. Ist eine Schweizer Krankenkasse und hat 200 Agenten im Service Center. Merkmal von der Simpany-Versicherung ist, ihr Slogan ist, das Leben sollte einfacher werden. Ja. Also hier wird das plastisch dargestellt wie ein Autokauf, ein handgeschalteten Automatik, helle Farbe, dunkle Farbe, matt oder glänzend. Ja. Das heißt, Sie wollen Versicherungen einfacher machen für die Menschen, die Versicherungen brauchen. Und das auch auf den digitalen Kanälen. Das heißt, auf den digitalen Kanälen ist auch der Anspruch, den Service möglichst einfach für den Kunden bereitzustellen. Und das ist das, wo wir reingekommen sind. Im Projekt bei der Simpany haben wir 200 Agenten. Wir haben 30% der Anfragen, die dort verarbeitet werden, sind in Form von E-Mails. Und wir haben eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 5 Minuten momentan in diesem Service Center. Das war so die Ausgangslage. Was wir dann gemacht haben, die Zielstellung, die Aufgabenstellung war vor allen Dingen, Kundenzufriedenheit, einen besseren Service zu erbringen durch besser informierte Service Center Mitarbeiter, mehr Automatisierung und damit Kosteneinsparungen, aber auf der gleichen Seite auch durch die Automatisierung und Standardisierung eine Qualitätsverbesserung. Ja, dass eben entsprechend dort, ich sag mal, Templates verwendet werden, die passend sind zu den jeweiligen Anliegen und Rechtschreibfehler und all sowas lässt sich da natürlich wunderbar mit vermeiden und auch direkt die richtige Ansprache. Ja, das ist die Architektur und jetzt wird es spannend. Ja, der Nico lächelt schon, ja, von IP Dynamics als Solution Architect ist das auch sein Metier. Was wir hier gemacht haben, ist gemeinsam mit der IP Dynamics hier solch einen Connector, den hier die IP Dynamics entwickelt hat, für das Voxtron. Und wir haben hier zwei Ebenen. Wir haben einmal die Ebene von PIDAS, das sind unsere Produkte. Da geht es darum, die schriftlichen Kanäle hier, hier mit einer KI-Engine zu analysieren, damit eben den Intent zu erkennen. Also ein Brief, ein Mail wird gelesen, maschinell, und die Maschine erkennt, worum geht es hier eigentlich. Was will dieser Kunde von uns? Will er den Vertrag kündigen, will er seine Adressänderung bekannt geben, will er was auch immer er will. Ja? Und das wird hier in dieser Stufe erkannt. Dann haben wir einen Robot, das ist eine Workflow-Engine, wo wir ablauffähige Workflows modellieren können, nämlich passend zu dem, was wir erkannt haben, wollen wir vielleicht was machen. Das kann sein, dass wir noch Daten aus irgendwelchen Backend-Systemen anreichern wollen an diese Transaktionen und so weiter. Und wir haben ein Case-Management-System, wo die gesamte Kommunikationshistorie abgelegt wird. Nicht zu verwechseln mit dem CRM, wo ich so die gesamten Informationen über den Kunden habe, sondern hier geht es nur darum, die Transaktionen, die er mit mir hat, zu einem Case. Das heißt, er hat ein Anliegen, da gab es eine Mail dazu, ein Telefonat und so weiter. Das finde ich in dem Case-Management. Und das kann man dann später in einem CRM ablegen, damit es dann von dort aus nachvollziehbar ist, was mit dem Kunden mal gewesen ist. Ja, und das Ganze können wir natürlich dann auch noch reportingmäßig auswerten. Und wir haben hier die Anbindung dann an die Voxtron Suite, die uns das ganze Omnikanal-Management und die Integration in Skype für Business bei diesem Kunden macht. Der ganze Kanal Chatbot und Live-Chat läuft über die Voxtron Suite. Das heißt, hier ist Chat-Modul wird hier genutzt. Die Erkennung der Intents von diesen, wenn wir hier Freitextdialoge erlauben, erfolgt durch die Lena-Komponente, wo wir künstliche Intelligenz, also Natural Language Processing Algorithmen nutzen. Das heißt, wenn hier jemand chattet, dann wird das an Lena geschickt und Lena kann im Chatbot, ja, kann dann eben entsprechend interpretieren, worum es da geht und kann dann den Call, den Dialog steuern. Die Ausgabe und Eingabe erfolgt aber über das Voxtron Chat-Modul. Ja, wenn Mails reinkommen hier oben, ist auch wiederum, geben wir, nachdem wir interpretiert haben, um was es sich handelt, können wir dann entsprechend dort die Service Levels und so weiter auch zu definieren und geben das dann weiter über den Connector an die Voxtron Suite zum Routing an den Agenten und damit können wir eben schriftliche Kanäle genauso im Call Blending routen wie Telefonie.
ja, sodass das dann in der richtigen Priorität an den Agenten geschickt wird. Was haben wir erreicht in dem Projekt? Wir haben, bei den Calls die Bearbeitungszeit um 5% reduzieren können. Das kommt vor allen Dingen durch die Fähigkeiten aus dem Case-Management-System, dass ich die gesamte Kommunikation auf einen Blick habe, dass ich unterstützt werde mit Checklisten und solchen Sachen, passend zu dem Thema des Anrufs. Im Bereich der schriftlichen Kommunikation haben wir die Bearbeitungszeit für E-Mails um 15% reduzieren können. Und dort ist es vor allen Dingen passend, wir erkennen, um was es geht, und passend dazu werden automatisch Antwortvorschläge dem Agenten bereitgestellt. Der muss nicht nach denen suchen, die werden ihm direkt passend zu dem Anliegen angeboten. Er muss auch nicht erst kategorisieren, um was es sich da handelt, sondern die Maschine hat das quasi für ihn schon vorkategorisiert. Und wir haben so gut wie gar keinen Aufwand mehr im Dispatching. Das passiert alles vollautomatisch. Ja. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen Hintergrund. Jetzt gehen wir, denke ich, mal ins Eingemachte und zeigen mal, wie das Ganze dann aussieht. Was wir hier jetzt haben, ist die, das ist Lena, ja, das ist diese, oben links diese Box, diese KI-Engine, die uns die Erkennung macht. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Lena für Schriftgut funktioniert, also Input aus Webformularen oder E-Mails, in diesem Fall mal in Form von E-Mails. Wir haben hier drei wesentliche Elemente, die vorkonfiguriert sind. Da muss ich als Kunde gar nichts mitmachen, das kommt so out of the box mit. Das ist die Fähigkeit, E-Mails zu zerlegen, zu parsen, ja. Dann Sprache darauf zu erkennen und Sentiment zu erkennen. Was jeweils im kundenspezifischen Fall trainiert wird, ist diese Komponente, das ist der Classifier. Und hier werden früher, wir machen das schon seit über 15 Jahren sind wir in diesem Bereich tätig. Früher haben wir dort mit Mustererkennung und mit Keywords gearbeitet und seit gut 2 Jahren jetzt nutzen wir solche KI-Algorithmen. Was wir hier machen, der große Vorteil hier ist bei Keywords und so habe ich relativ schnell großen Aufwand, um diese Sachen zu definieren, damit eine schlaue Erkennung stattfindet. Bei den KI-Algorithmen, die heutzutage verfügbar sind, ist der Riesenvorteil, sie lernen von sich aus. Ich muss nur die richtigen Algorithmen darauf probieren und anwenden. Und das macht das Framework, das sucht quasi, welcher Algorithmus ist am besten geeignet für diesen Anwendungsfall. Das geschieht automatisch im Hintergrund. Und ich brauche dem System nur Trainingsbeispiele geben. Und diese Trainingsbeispiele die generiere ich, indem ich irgendwo Mails aus der Vergangenheit, die ich klassifiziert habe, sage, das waren alles Beschwerden, liebes System, ich lade dir mal 100 Beschwerden rein und dann weißt du jetzt, wie eine Beschwerde aussieht. Ja? Genauso mit Adressänderungen oder Kündigungen und so weiter. So im Schnitt sagen wir, und das ist gar nicht so wahnsinnig viel, wenn wir so ab 100 Beispiele pro Kategorie kommen wir schon zu recht vernünftigen Ergebnissen. Je mehr, desto besser. Ja. Aber wir brauchen nicht tausende von Beispielen pro Kategorie. Und das sind eben auch die Vorteile, die wir hier haben. Jetzt spielen wir das einmal durch. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel. Ich gehe jetzt mal hier rein und habe hier jetzt mal den Text eines Briefes hier, eines E-Mails hier reingepackt. Das ist eine Anrede, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist ein Text, er möchte hier sein Abo kündigen. Der grüßt noch nett und dann gibt es einen Disclaimer in englischer Sprache. So, wenn ich das jetzt mal durchlaufen lasse, dann wird das Ganze, normalerweise geht es schneller. Okay. Ja. Okay, ich rede mal weiter. Das ist jetzt komisch. Es sieht so fast so aus, als wenn ich kein Netz habe hier. Warte mal. Ups, den wollte ich nicht. Das ist jetzt immer genau das, was man nicht haben will, wenn man irgendwie eine Präsentation macht. Ne? So.
das Netz ist heute Morgen war es hervorragend. Vielleicht, wenn welche von Ihnen am Surfen sind, wäre es gut, wenn Sie im Moment aufhören. Also das könnte noch sein, dass es daran liegt. Okay. Ja, genau. So. Okay. So. Und, ja, versuchen wir es nochmal. Jetzt hat es funktioniert. Also vielen Dank an alle, die eben aufgehört haben zu surfen, ja, falls es daran gelegen hat. Was ich jetzt sehe, ist, ich sehe, er hat es zerlegt und ich zeige Ihnen, dass hier ist der Text, der eigentliche Text, und er hat es erkannt als Kündigung, ja, Sentiment neutral, Sprache Deutsch. Und das sehe ich hier jetzt auch im Detail. Also hier ist das E-Mail geparst worden, er hat es zerlegt in den Anrede, Body, Greeting, Signatur und so weiter, und dann passend auf dem Body die Sprache erkannt, dann hier den Classifier angewendet und das ganze Ergebnis ausgespuckt. Das ist eine Sicht, das läuft alles im Hintergrund und es ist eigentlich hier nur eine Sicht, um Ihnen mal zu zeigen, was in dieser Blackbox so passiert. Ja? So, wenn ich hier jetzt noch reingehe, das ist das, wo ich hier den Classifier sehen kann. Wie erkennt er das? Und das ist das hier, diesen Algorithmen-Set benutzt er momentan, und ich kann jetzt hier nochmal im Detail reingehen, und wenn ich das dann jetzt mache, dann, nachdem er hier mit dem Netzwerk klarkommt, ja genau, ja, vielleicht, ich weiß auch nicht, also was ich hier jetzt sehe, ich sehe die einzelnen Kategorien, wie gut er sie erkennt. Und zwar habe ich auf der einen Seite die Akkuratheit, also wie gut ist die Erkennungsrate, und auf der anderen Achse habe ich, wie viele Trainingsbeispiele er mir dort bietet. Und da kann ich dann relativ gut erkennen, was ich typischerweise irgendwo habe, ist, dass ich je mehr Beispiele ich ihm gebe, desto besser wird er. Problematisch ist, wenn ich hier in diesem unteren Bereich bin, beziehungsweise in diesem Bereich bin, das heißt viele Trainingsbeispiele, aber schlechte Ergebnisse. Und das ist was, was wir hier dort dann angezeigt bekommen. Also jetzt stellen Sie es einfach vor, Sie haben hier einen ganzen Haufen so kleine Punkte und sehen für die jeweiligen Kategorien, die er hier hat, Kündigung und so weiter, wie gut er das erkennt. So, was es dann noch gibt, ist eine Confusion Matrix, und ich probiere es einfach nochmal anders, wir gehen da nochmal rein. So, ist eine Confusion Matrix, über die ich dann eben entsprechend nehmen wir das hier. Okay. Nee, hier passiert gar nichts. Bei mir läuft auch die Sand. Hä? Hier läuft auch die Sand. Ja. Das ist das Netz, ne? Da passiert nichts. Ich kann auf mein Handy hier nicht nehmen, wir sind so abgeschirmt, wir haben kein 3G hier. Mein YouTube-Video. Also, ja, also wir machen es. Wir machen es einfach grafisch. Sie stellen sich vor, was Sie jetzt hätten sehen sollen, ja, ist eine Confusion Matrix. Da sehen Sie quasi die einzelnen Kategorien, Adressänderung, Kündigung und was er so alles erkennen soll, und sehen dann auf der anderen Achse, als was er das erkannt hat. Und in der Regel ist immer gut, wenn er eine Adressänderung auch als eine Adressänderung erkannt hat. Wenn er sie als was anderes erkannt hat, gibt das System Ihnen die Möglichkeit, da drauf zu klicken. Und dann können Sie die Trainingsbeispiele sehen, die er eben anders erkannt hat als das, was man ihm gesagt hat, was es sein sollte. Und oft findet man auf diese Art und Weise raus, dass es zwischen bestimmten Kategorien Korrelationen gibt.
Korrelation gibt. Das heißt, da gibt es bestimmte Kategorien, die vielleicht sehr eng beieinander sind, die er dann miteinander verwechselt. Oder wir haben dann oft so, dass wenn zum Beispiel jemand eine Kündigung macht, das gleichzeitig verbunden ist mit einer Adressänderung, weil er kündigt, weil er woanders hinzieht und solche Geschichten. Das können wir dann sehr schön sehen und auf diese Art und Weise dem System helfen, beim Training das besser zu machen. Was wir auch haben, ist... Und jetzt ist es hier irgendwo völlig zusammengebrochen. Ja, switchen wir mal auf PowerPoint. Was wir auch haben, ist für die Symphony Chatbot realisiert. Und hier nutzen wir dieselbe Fähigkeit, die wir hier im Lena haben, die Erkennung von Intents, damit eben entsprechend der freitextlicher Input in einem Bot erkannt wird, ja, und damit passierend Aktionen laufen. Bei der Symphony war es so, wir haben hier in der ersten Phase einen Vertriebscase und da sind geführte Dialoge sehr hilfreich. Das heißt, wir haben dort, wenn Sie auf ein Unternehmen auf die Seite raufgehen und interessieren sich für die Versicherungsprodukte, dann ist es für Sie hilfreicher, wenn man Sie dann fragt, wie kann ich Ihnen helfen? Die meisten werden dann sagen, ja, ich gucke einfach mal. Ja? Und das Ziel des Projektes, was das Bot-Projekt anbelangt, war bei der Symphony dafür zu sorgen, dass die Absprungrate auf der Webseite verringert wird. Das heißt, die Kunden, die auf die Webseite kamen, um sich über Produkte zu informieren und eine Krankenversicherung dort abzuschließen, dass die nicht die Seite verlassen, nachdem sie die Tarife geguckt haben und zum Mitbewerber gehen. Und ein smarter Approach, wie man Leute dort auf der Seite halten kann, ist, indem man dort eben entsprechend hingeht und sagt, nicht fragt, wie kann ich dir helfen, sondern dass ein Bot kommt und sagt, du hast dir das hier angeschaut, möchtest du gerne weitere Informationen dazu, warum wir nicht nur die günstigsten sind, sondern weil wir auch bessere Deckung haben als unsere Mitbewerber, weil wir dies besser machen und so weiter. Auf die Art und Weise können Sie das Nutzerverhalten analysieren und basierend auf dem, wo er mit seiner Maus gewesen ist und was er geklickt hat, ihm eine ganz individuelle Story anbieten, wie Sie ihm quasi sozusagen Möglichkeiten geben, sich weiter zu informieren. Vorher war man vorgesehen, dort in Live-Chat direkt drüber zu gehen. Da ist eine relativ große Hemmschwelle für Leute und dieser Bot, und sie haben hohe Kosten, weil Live-Chat müssen sie die Agenten vorhalten. Was der Bot hier macht, ist, er macht quasi eine Vorqualifikation der Interessenten, die die Seite besuchen. Damit müssen sie viel weniger Agenten hinten bereithalten, die reinspringen in solche Chat-Dialoge. Und in dem Moment, wo der Kunde dann angefangen hat zu klicken und sich zu interessieren, erfolgt dann der Übergang in den Live-Chat. Und das ist das, was, wenn es jetzt inzwischen, ich gucke mal gerade, ob er sich hier erholt hat, ob inzwischen hier irgendwas funktioniert. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, also, das heißt, was wir haben hier dann eine Bot-Story, wo wir diesen Chat-Dialog modellieren. Das sehen Sie hier. Und das ist jetzt ein geführter Dialog. Wir haben jetzt das Logo, dann stellt der Bot sich vor, er bietet mir die Auswahlmöglichkeiten und all dies. Das ist das Schöne. Ich kann hier dann auch freitextliche Eingaben erlauben, indem ich hier so ein Intent-Feld hineinfüge zum Beispiel. Ja. Und dann kann hier freitextlich was eingegeben vom Kunden werden. Haben wir jetzt aber in diesem Fall mal nicht gemacht, weil hier soll eine Übergabe an den Live-Chat gemacht werden. Das ist das, was wir hier definiert haben. Und das Ganze sieht dann, ich kann dann hier eben entsprechend die einzelnen Äste sehen, was dann passieren soll, kann das definieren, habe dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze hier in so einem Storygraph zu sehen, wo ich dann eben entsprechend hier die einzelnen Optionen habe und habe dann relativ übersichtlich die Möglichkeit zu sehen, wie mein Bot-Dialog hier modelliert ist. Kann einzelne Elemente auch miteinander verknüpfen, indem ich sie
solche einzelnen Module schaffe und die miteinander kombiniere. Ja, das ist, was uns wichtig war, das auf eine Art und Weise hier zu bauen, die so einfach ist, dass ein Power-User, ein Teamleiter oder einer, der beim Kunden dafür verantwortlich ist, sehr einfach selber hier Chat-Dialoge weiterentwickeln kann. Für Kampagnen zum Beispiel oder für spezielle Service-Geschichten, die angepasst werden müssen. Das kann einfach hier alles per Drag and Drop hier reingefügt werden, verschoben werden und so weiter. Bilder, Links, API, also das heißt, wir können hier auch Daten aus Backend-Systemen anzeigen lassen, also über Schnittstellen, die wir dann hier bereitstellen und einbinden. Und das erlaubt es uns, eine Kombination einfach zu modellierende Bot-Dialoge kombiniert mit der Fähigkeit, Freitext zu erkennen und Intents damit zu erkennen. Das ist das, was wir glauben, was ein wertvolles Hilfsmittel ist im Kundenservice. Was aber, und jetzt ist wichtig, integriert sein muss in ein System wie Voxtron, damit es an den Agenten auch im Live-Chat nahtlos übergeben werden kann. Und das sehen wir jetzt mal gleich als Beispiel. Ich lasse das einmal hier durchlaufen. Das ist so ein Demo-Modus, wo man das dann testen kann, was man da gemacht hat. Kann dann sagen, okay, ich interessiere mich dafür. Ja, und dann wird er jetzt eben entsprechend hier mir anbieten, ich kann mit einem Berater sprechen und jetzt erfolgt die Übergabe ans Voxtron. Und das erfolgt jetzt auch die Übergabe an dich, Nico. Dann kannst du mal sagen, was auf der Voxtron-Seite passiert und wie auf der Voxtron-Seite ich das Zusammenspiel zwischen diesem Chat-Dialog und auch dem Case-Management sehe, wo die gesamte Kontakthistorie abgelegt ist. Ja? Danke. Der Beamer funktioniert schon mal, das ist gut. Der Jörn hat es gerade schon angesprochen, wir sind gerade bei der Umsetzung dieser Chatbot-Geschichte. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen in Betrieb gehen. Was wir Stand heute schon in Betrieb haben, ist die E-Mail-Bearbeitung, die aber auf die gleichen Mechanismen zurückgreifen. Deswegen können wir das hier einfach anhand von E-Mails zeigen. Ich habe einfach das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet, weil dass ich eine E-Mail schreiben kann, das glauben Sie mir wahrscheinlich. Wir haben im Wartefeld bereits E-Mails stehen für den Agenten. Der Agent, wenn er sich aktiv schaltet, ich habe das Ganze ein bisschen manueller gestaltet, damit ich auch die Schritte einzeln zeigen kann, sonst überholt mich das Kontaktcenter und gibt mir Aufgaben, die ich vielleicht gerade nicht will. Was man hier sieht, wir haben im Wartefeld sowohl Telefonanrufe als auch E-Mails stehen. Natürlich hat ein Telefonanruf eine höhere Priorität, würde mir also normalerweise zuerst zugestellt werden, weil ich natürlich in dem Live-Kontakt, in dem Echtzeitkontakt schneller sein möchte. Damit ich aber zuerst die E-Mail bekomme, schalte ich mich einfach mal für das E-Mail, für das Business Object Routing frei. Ich bekomme die E-Mail zugestellt. Ich kriege schon alle Informationen, die TrueAct gesammelt hat. Ich nehme das mal an, bevor die Zeit abläuft. Das heißt, TrueAct hat aufgrund der E-Mail schon erkannt, welcher Kunde ist es, was ist sein Anliegen. Das hat er alles als Skill mit übergeben im Business Object Routing. Das heißt, das Business Object Routing kann jetzt wieder skillbasierend arbeiten. Sie haben jetzt gesehen, ich habe das, den Vorgang angenommen. Ich habe eine Seite geöffnet gekriegt im Voxtron-Client, die mir jetzt die E-Mail des Kunden anzeigt. Ich sehe hier, was hat der Kunde geschrieben und habe jetzt verschiedene Möglichkeiten zu interagieren. Ich kann zum einen ein Kommentarfeld eintragen, weil ich es vielleicht an Backoffice weitergeben muss, trage da noch einen Kommentar ein, gebe es dann ans Backoffice. Ich kann natürlich dem Kunden auch anrufen, das heißt, ich kann einen Outbound-Call vielleicht initiieren, weil ich habe ja im Moment eine E-Mail-Bearbeitung, ich habe noch kein Voice. Kann hier dann auch Bemerkungen gleich hinterlegen, was habe ich mit dem Kunden besprochen und kann das Ganze dann auch entsprechend speichern. Ich kann hier noch Kontaktgründe mit angeben, ich kann noch sagen, ist es ein Lösungsschritt oder ist es schon die Lösung gewesen, sodass das System später daraus auch natürlich wieder Rückschlüsse ziehen kann und lernen kann. Ich speichere einfach mal ab. Das heißt, ich sehe hier später auch im Verlauf, dass der Alex Held, das ist mein Agent, das ist mein Mitarbeiter, der hat hier einen Kommentar mit eingetragen. Beim Beantworten per E-Mail, das sind dann Standardfunktionalitäten, wie man sie kennt. Ich habe Textbausteine, die ich auswählen kann. Diese Textbausteine orientieren sich natürlich schon ganz klar an den Kategorien, die das System
erkannt hat. Das heißt, wenn ich eine Adresseänderung reinschicke, ich möchte meine Adresse ändern, dann kriege ich nicht ein Angebot zurück, sondern dann kriege ich natürlich Textbausteine, die ganz klar darauf abzielen, dass es hier Adressänderungen gibt. Das Wording nicht wundern, das ist natürlich Schweizerdeutsch. Das ist aber natürlich individuell nach jedem Kunden anpassbar. Hier haben wir die Beispiele natürlich von Symphony verwendet. Ich habe jetzt hier die E-Mail, die ist mit dem Textbaustein zusammengesetzt worden, kann die jetzt absenden, kann für mich als Mitarbeiter diesen Vorgang abschließen. Ich nehme mich mal aus der Verteilung wieder raus, damit wir das Beispiel sauber zeigen können, sonst kriege ich den nächsten. Ich speichere das Ganze. Sie sehen hier jetzt auch noch eine Historie. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedenste Themen noch anzuzeigen. Ich sehe jetzt einfach, was habe ich heute schon alles verarbeitet, beziehungsweise was ist auch alles im Backlog noch vorhanden. Ich schließe den Vorgang fürs Voxtron-Kontaktcenter jetzt ab. Jetzt läuft die ganz normale Nachbearbeitungszeit. Das heißt, der nächste Vorgang würde mir jetzt wieder zugestellt werden. Damit man auch mal sieht, wie das dann kanalübergreifend funktioniert, gehe ich einfach mal noch ganz kurz drauf ein. Schönes Beispiel haben wir jetzt heute gehört. Mrs. Black hat Mr. Black die Aufgabe gegeben, einen Schaden zu melden, weil in der Nacht zuvor vielleicht ein Wildunfall mit dem PKW passiert ist. Und sie hat ihm gesagt, er soll die E-Mail schreiben. Er ist in die Firma gefahren, sie hat ihn nicht mehr angerufen. Sie weiß nicht, hat er sie jetzt geschrieben, hat er sie nicht geschrieben. Deswegen hat Frau Black dann einfach mal angerufen. Ich nehme jetzt mal mich wieder in die Anrufverteilung mit rein. Das heißt, ich kriege Ihren Anruf. Auch hier natürlich werde ich als Kunde wieder erkannt anhand der Rufnummer, so wie man es kennt. Ich nehme den Call an. Wir gehen jetzt einfach standardmäßig her, öffnen die TrueAct-Maske mit. Und ich sehe jetzt alle Vorgänge in diesem Fall, die ich zu diesem Kunden habe. Das heißt, ich wurde hier aufgrund meiner Rufnummer erkannt und sehe jetzt alle E-Mails, die noch da sind. Und Sie sehen hier auch dunkel hinterlegt eine Schadensmeldung, die noch nicht bearbeitet wurde. Das heißt, der Agent ist jetzt in der Lage, diese Schadensbearbeitung aufzunehmen, beziehungsweise dem Kunden vielleicht einfach den Status zu dieser Bearbeitung mitzuteilen. An der Stelle haben wir eben jetzt die Möglichkeit, über alle Kanäle hinweg zu dokumentieren, was passiert. Wir haben das, hier wird es in Tickets dargestellt. Wir nennen es oftmals einfach Vorgänge. Es gibt Kundenvorgänge, die dann hier entsprechend kategorisiert werden, aufgrund dessen, was das System erkennt. Und ich kann das dann auch zuordnen. Ich kann jetzt als Agent oder als Mitarbeiter in dem Call sagen, der Anruf geht, da geht es darum, dass diese E-Mail noch nicht beantwortet wurde. Soweit der Use Case. Bei Symphony wird so schon gelebt. Dort wird auch Outbound damit gemacht. Das heißt, dort werden dann Cases eingestellt, um Outbound-Anrufe zu machen. Das ist natürlich ein Preview-Dialing in dem Fall, weil man möchte natürlich vorher, bevor man Kunden anruft, auch wissen, um was geht es. Und man möchte natürlich den Kunden nicht einfach mit Anrufen beballern. Gut, gibt es aus oder von Ihrer Seite Fragen dazu? Ja, hallo. Danke für den Vortrag. Meine Kernfrage ist, die Systemarchitektur, die hier im Hintergrund auch noch steht, verwendet das Unternehmen auch ein CRM-System im Hintergrund? Wie ist das aufgesetzt? Wie ist die Interaktivität quasi zwischen jetzt der Darstellung der Vorgänge, die hier rein in Voxtron sind offensichtlich? Und ich stelle mir vor, gerade im Versicherungsumfeld, dass hier ja auch die Stammdaten des Kunden, auch Vertragsdokumentation und Co. dann doch auch ein komplexes Thema darstellen. Genau. Also das ist übrigens das, was Sie gesehen haben. Das sieht so wie Voxtron aus. Das war aber TrueAct. Okay, also noch besser. Da sieht man, wie wunderschön uns die Integration gelungen ist. Also ja. Es ist wirklich, die Systeme greifen nahtlos ineinander. Sie sind so auch vom Style Guide sehr ähnlich. Ja. Aber Ihre Frage, was wir machen, ist die gesamte Kommunikationshistorie, und das ist unsere Philosophie, gehört nicht in ein CRM-System. Es gibt CRM-Hersteller, die das auch versuchen, bei
sich abzubilden. Wir haben in vielen Beratungsprojekten, wo wir waren, auch gesehen, dass es in vielen Fällen nicht gut gelingt. Bei Kommunikationshistorie haben wir das Thema, es muss sehr schnell gehen, mit sehr wenig Klicks durch die Agenten machbar sein. Und was wir machen, ist der Ansatz, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, wird hier bereitgestellt. Und wir holen die Stammdaten aus den SAP, aus den CRM-Systemen, damit die entsprechend den Kunden zugeordnet werden können, die Informationen. Wir können auf die Art und Weise Absprünge in CRM-Systeme anbieten, dass in einem separaten Fenster die gesamte Kundenpräferenzen und so weiter angezeigt werden, Verträge und solche Geschichten, die zum Kunden gehören. Wir würden die aber nicht diese Daten ins Voxtron reinholen, um in dieser View das zu überladen. Das gehört ins CRM-System, das bleibt da auch von unserer Philosophie her. Was wir oft machen, ist, dass aus dem CRM her das Bedürfnis ist, man möchte doch gerne auch diese Kontakthistorie dort irgendwie hinterlegt haben. Und das machen wir dann, indem wir zum Beispiel Links auf unser System dort hinterlegen, dass man sehen kann, dann und dann war ein Ticket und wenn ich da draufklicke, dann lande ich bei uns im System und sehe die Details und die detaillierte Kommunikation zu diesem Ticket. Das ist so die Art, wie die Elemente ineinander greifen. Zweite Frage noch ganz kurz. Wo greifen Sie dann die E-Mails per se dann ab? Ist das dann klassisch über Outlook oder ist da auch ein anderes Ticketsystem noch dahinter? Nee. Also alles, was reinkommt ins Unternehmen über Webformulare oder über Mails, das holen wir direkt dort ab, wo es entsteht. Also das heißt, wo es ins Unternehmen, wir holen uns die Outlook-Mailboxen, werden quasi auf uns geroutet. Das heißt, wir holen die Mails dort ab und kreieren direkt Tickets da raus. Das heißt, der Agent im Service Center wird nicht mehr Mails bearbeiten mit einem Outlook, sondern er bekommt die Mails in Form von Tickets präsentiert. Ja. Und damit haben wir sichergestellt, dass alles, was in schriftlicher Form reinkommt, über das Ticket durchs Unternehmen geroutet wird, messbar ist, wie die, ich sag mal, Bearbeitungszeiten und Service Levels darauf angewandt werden können. Call, Routing und all die ganzen Geschichten passieren dann über dieses Ticket. Und das Mail ist sozusagen in dieses Ticket verpackt. Ja? Danke. Noch weitere Fragen? Sie mussten viel Fantasie anwenden, um meinen Demo-Teil zu verstehen, wo Sie es nicht live sehen konnten, aber ich hoffe, es ist rübergekommen. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, hier hinten ist noch eine. Ja. Mich würde mal interessieren, wie Lena mit Anfragen umgeht, wo aus den Texten, aus den Textbausteinen, die Kunden schicken, hervorgeht, wie es zugeordnet werden soll. Es ist halt bei uns, wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht immer explizit daraus hervorgeht, worum es geht. Es kann mal eine Bankverbindungsänderung sein, Adressänderung, gleichzeitig sollen aber Veränderungen am Vertrag vorgenommen werden. Ja. Und das würde es Lena ja wahrscheinlich ein bisschen erschweren, das zu kategorisieren. Das ist so. Ich sag mal, was Lena macht, es arbeitet ja mit Wahrscheinlichkeiten. Es wird dann sagen, es hat irgendwie 50% Wahrscheinlichkeit, dass es eine Adressänderung ist, aber das stand auch irgendwas von Kündigung, das sind 30% das ist das, was wir über diesen Robot, den wir vorhin in dieser Architektur auch drin hatten, regeln können, dass er eben entsprechend, dass wir Schwellwerte definieren, bitte automatisch kategorisiert setzen, nur wenn du eine Trefferwahrscheinlichkeit von irgendwie größer 60-70% hast. Ansonsten, in so Fällen würden wir, um so ein System nicht zu overengineeren, würden wir sagen, okay, der Fall, der muss durch einen Menschen kategorisiert werden. Ja. Und weil ich würde von der Kategorisierung auch ungerne mehrere Kategorien und so zulassen. Also das heißt, das würde man dann sowieso durch einen Menschen, der müsste sich dann entscheiden, was ist es denn jetzt am ehesten. Ja. So läuft es ja heute auch. Ja, genau. Weitere Fragen? Ja. Ja, wir haben vorhin in der Modellierung gesehen, dass Sie auch die Calls per Skype angeboten haben und die Zusammenspiel Skype mit Voxtron würde mich da mal interessieren. Wenn Sie vom Prinzip aus der Oberfläche Skype starten, den Rückruf, wie spielt das mit Skype zusammen? Also ähnlich wie früher mit TK-Anlagen haben wir
eine sogenannte CTI-Kopplung. Das heißt, der Voxtron-Client bekommt mit, ob der Skype-Client etwas tut. In diesem Fall würden wir so machen, dass wir bei so einem Rückruf, wenn man den aus so einer E-Mail heraus startet, einfach über eine sogenannte CTI-Information den Skype-Client dazu bringt, mach jetzt die abgehende Wahl. Da muss man natürlich dann aufpassen, welche Rufnummer möchte man übermitteln. Da gibt es dann im Backend noch ein paar Dinge zu tun, die man eventuell anpassen muss. Aber generell ist es so, der Skype-Client wählt einfach. Der User könnte theoretisch auch den Skype-Client hier benutzen, weil er vielleicht dort die Kontaktdaten findet und kann abgehend wählen. Der Voxtron-Client bekommt das mit, ja, und wird dann auch entsprechend die Informationen nutzen. Also führend wäre dann der Voxtron-Client. Also den Setclip aus quasi angesprochen haben, wäre führend und im Hintergrund wird vom Prinzip Skype bedient. Korrekt. Okay, danke. Ja. Ja, die Kunden arbeiten ja meistens in ihren CRM-Systemen teilweise. Das heißt, ich müsste ja jetzt hier zwei Systeme per Frame irgendwie unten drunter einbinden. Das, ich sag mal, der Kunde hat dann, der Agent hat im oberen Umfeld seine CRM-Daten. Ne? Das ist der Kunde, da mache ich so und so viel Umsatz damit. Und im unteren Bereich wäre dann die Kategorisierung zu sagen, okay, das will er jetzt eigentlich. Und vielleicht im rechten Bereich wäre dann mein Voxtron-Agent, dass ich dann sagen kann, ich interagiere damit. Das heißt, geht das, dass ich diese beiden Plattformen in ein CRM-System unter einen Frame quasi bringe oder mehrere Frames? Weil normalerweise arbeiten die in ihrer CRM-Oberfläche. Ja, wir haben eigentlich eher den umgekehrten Weg, dass Voxtron entsprechend die Applikation ist, die Key-Applikation ist, mit dem der Agent im Service Center arbeitet. Ja. Und Voxtron erlaubt ja die Möglichkeit, dort entsprechend Tabs und solche Sachen zu kreieren, in die ich andere Systeme eben rein integriere, wo ich möchte, dass ich in derselben Kundensicht dann drin bin. Ja. Okay, weil ich brauche ja normalerweise noch die Daten, die der, also von meinem Kunden, wo ich dann sehe, aha, genau, der macht dann so viel Umsatz mit mir, der hat sich ein Jahr nicht mehr gemeldet, was weiß ich immer. Genau, diese Sachen würden Sie in dem CRM-System sehen. Man könnte die auch über den Stammdatenimport hier reinholen, aber unsere Philosophie ist eigentlich nur das Notwendige für die Kundenidentifikation in dieses System zu laden, damit Voxtron die CTI-Erkennung machen kann und sehen kann, wer das überhaupt ist. Mhm. Ja, alles, was Sie eben sagten, diese Details, die gehören in ein CRM-System und sollten dort auch bleiben. Und das ist dann einfach eine, wenn Sie müssen sich das so vorstellen, Anruf kommt rein oder Mail kommt rein, Kunde wird erkannt. Das passiert alles in diesen Systemen hier, also im TrueAct und im Voxtron. Dann wird entsprechend geguckt, ob es zu diesem Kunden schon ein bestehendes Ticket gibt, was noch offen ist. Oder ein geschlossenes, was aber noch nicht lange her ist, das kann dann reaktiviert werden. Und ich lande dann in diesem Ticket. Und dieses Ticket wird mir alles anzeigen, was schon an Kommunikation zu diesem Fall passiert ist. Das ist der zentrale Nutzen hier. Oft reicht mir das schon mal und ich muss sowieso nicht nur im CRM, sondern ich muss in ganz anderen Systemen, vielleicht in einem Buchungssystem oder sonst irgendwo reingucken, um dort irgendwas vorzunehmen. Dieses System ist nur dafür da, die Kommunikation zu steuern, also wer nimmt wann wie was an, und die Kontakthistorie zu präsentieren, damit ich weiß, dass der gestern schon eine Mail geschrieben hat und mich direkt darauf beziehen kann. Ja. Vielleicht noch abschließend, dass das nicht falsch verstanden wird, das kam vorher die Frage, wir haben es hier mit Skype for Business integriert. Es muss nicht Skype for Business sein. InnovaPhone wäre genauso möglich mit zu integrieren. Natürlich jede weitere andere TK-Anlage auch, so wie es Voxtron im Standard auch tut. Also es ist nicht abhängig von einer Skype for Business-Umgebung. Okay. Das war quasi der Beweis, dass ein spannender Use Case sich auch von technischen Pannen nicht beeindrucken lässt. Gut gemacht. Vielen, vielen Dank an die beiden Herren, Herrn Skerswithart und Herrn Münzmay. Dankeschön. Applaus